Hey Mann, schön, dass du wieder da bist. Willkommen zurück auf dem Channel. Heute habe ich dir ein tolles Thema mitgebracht. Nämlich hat mich der Björn gefragt, wie man richtig schreibt oder was man beim Schreiben beachten muss, damit man die Frau wieder sieht, damit man die Frau trifft. Gilt übrigens auch fürs Schreiben über Tinder, WhatsApp, LaVou und so weiter. Und ich werde dir verraten oder dir die traurige Mitteilung machen, dass Schreiben nicht funktioniert und was du stattdessen machen solltest. Bevor du das Video jetzt schaust, klick da oben auf das Bild. Dort kannst du dir mein gratis E-Book in 3 einfachen Schritten jede Frau bekommen runterladen. Dort lernst du, wie der Name schon sagt, in 3 einfachen Schritten jede Frau zu bekommen, egal ob du sie schon kennst oder gerade erst kennengelernt hast. Super, los geht's mit dem Video. Also die Nachricht, die Botschaft habe ich dir eben schon mitgeteilt, nämlich die Tatsache, dass Schreiben nicht funktioniert. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, Tim, das ist ja eine krasse Aussage. Ich habe ja auch schon mal geschrieben und das hat ja auch mal funktioniert. Und jetzt lass mich dir sagen, warum Schreiben nicht funktioniert und warum du lieber etwas anderes machen solltest. Besser gesagt, nur Schreiben funktioniert nicht, mach noch etwas dazu. Du solltest nicht hauptsächlich schreiben. Der Nachteil an Schreiben ist, wenn man darüber nachdenkt, sehr eindeutig. Übers Schreiben kannst du nicht deine Stimme benutzen. Du benutzt übers Schreiben nicht deinen Körper oder deine Körpersprache. Und übers Schreiben können Dinge sehr schnell falsch verstanden werden. Angenommen, du willst ironisch oder sarkastisch sein. Das Beste, was du heutzutage machen kannst, ist diese Smileys zu benutzen, die es überall gibt beim Schreiben. Das ist ja schon ganz gut. Aber Dinge können einfach super schnell falsch rüberkommen und falsch ankommen. Aber wenn du mit der Person redest, wenn du der Person gegenüberstehst zum Beispiel und sie deine Stimme hört, dann kann die Person die Sachen, die du sagst, kann die Frau die Sachen, die du sagst, besser einordnen. Dann versteht man sich nicht so oft falsch. Und du denkst dir jetzt vielleicht, dass es kein großes Ding ist, aber es ist tatsächlich ein großes Ding. Denn wenn du dich mit der Frau falsch verstehst, dann kann es, oder wenn sie dich falsch versteht, dann kann es ganz schnell sein, dass sie denkt, dass du, oder was du für ein Vollidiot bist, oder was du für ein komischer Typ bist. Weil normalerweise schreibst du ja mit den Frauen und kennst sie noch nicht so besonders gut. LaVou, Tinder, bei WhatsApp, nachdem du sie angesprochen hast. Du kennst diese Frauen und sie dich noch nicht besonders gut. Und da ist eben der größte Spielraum, der größte Zeitraum für Missverständnisse. Und es gibt einen sehr simplen, aber super effektiven Trick, wie du diese Missverständnisse aushebeln kannst. Wie du dafür sorgen kannst, dass das Schreiben nicht deinen Erfolg mit Frauen kaputt macht, sondern deinen Erfolg mit Frauen noch erhöht. Kurz dazu, du solltest natürlich auch schreiben, aber diese eine Sache, die ich dir jetzt sage, solltest du ebenfalls einbauen. Merke dir, je länger du mit der Frau schon live gesprochen hast, desto besser kann Schreiben funktionieren. Aber meistens ist es so, dass du die Frau im Supermarkt ansprichst oder die Frau, die dir gerade über den Weg läuft und du hast eben nur 5 Minuten Zeit, mit ihr zu reden. Und dann ist es immer besser, wenn du diese zusätzliche Sache noch machst, die ich dir jetzt gleich verraten werde. Bei LaVou, Tinder und so weiter, bei allen Flirtplattformen sowieso, weil da hat die Frau dich ja noch nie live kennengelernt, hat dich noch nie live gesehen, noch nie live erlebt und da ist es noch wichtiger, dass du diese Zusatzsache machst. Also, was ist diese Zusatzsache? Sehr simpel und einfach. Über WhatsApp haben wir die Möglichkeit, Sprachnachrichten zu schicken. Das haben wir auch über Facebook. Sprachnachrichten schicken ist ein super effektiver Weg, die Frau kennenzulernen und sich dann auf ein Date mit ihr zu treffen. Warum ist das so? Über Sprachnachrichten kannst du deine Stimme einsetzen, du kannst Betonung einsetzen, du kannst sarkastisch sein, du kannst ironisch sein und alles wird richtig ankommen. Zusätzlich hat die Frau dann nicht das Gefühl, mit jemand Anonymen zu schreiben, den sie ja eben noch kaum kennt, sondern sie hat eine Stimme dazu. Das ist gerade wichtig, wenn du auf LaVou unterwegs bist oder auf Tinder, dann machst du es am besten so, dass du dir von der Frau die Nummer holst. Und also du schreibst mit ihr auf Tinder und LaVou und holst dir relativ schnell die Nummer, um dann bei ihr mit WhatsApp schreiben zu können, beziehungsweise ihr Sprachnachrichten auf WhatsApp senden zu können. Das ist ein Riesenvorteil, denn das baut enorm viel Vertrauen auf und sorgt einfach dafür, dass sich die Frau auch viel wohler damit fühlt, dich nochmal zu treffen. Du kennst das selbst. Du kannst einen Menschen viel besser einschätzen, wenn du ihn A getroffen hast oder B seine Stimme hörst. Ein Mensch, der nur schreibt, den kannst du auch nicht wirklich einschätzen. Du hast ja ihn noch gar nicht mitbekommen. Aber aus der Stimme eines Menschen, der Art und Weise, wie ein Mensch redet, was er erzählt, kann man sehr viel schließen. Und der Frau reicht das, um daraus zu schließen, ob du ein cooler Typ bist oder eben nicht. Und deswegen schick immer Sprachnachrichten. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch wieder seht, gerade wenn du auf Tinder und LaVou unterwegs bist. Ich werde bald ein neues Programm ausbringen, in dem du lernst, wie du Tinder-Kontakte in echte Tinder-Dates verwandeln kannst. Ich zeige dir alles vom, wie muss dein Profilbild aussehen, bis hin zu, was schreibst du und wie kommst du dann an ihre Nummer und verabredest dich mit ihr auf ein Date. Wenn du Teil dieses Programms sein möchtest, dann kannst du dich unten in der Beschreibung
in mein E-Mail-Coaching eintragen. Da wirst du darüber in Kenntnis gesetzt. Da informiere ich dich, wenn dieses Programm draußen ist. Trag dich einfach ein mit deiner E-Mail-Adresse, dann hältst du auch meine gratis E-Books in 3 einfachen Schritten jede Frau bekommen und in 5 einfachen Schritten bis zu 10 Dates die Woche und noch viel mehr Inhalte, die du nur in meinem Online-Coaching bekommst. Wir sehen uns am Samstag wieder. Ich freue mich, dass du hier warst. Ich freue mich auch, dass du Samstag wieder dabei sein wirst. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.